Heute zeige ich euch, wie ihr Layer-Namen ändern könnt, aber nicht einzeln, sondern gleich vom ganzen Projekt. Ich habe dazu ein Projekt erstellt. Die Layer-Eigenschaften davon sollten auf dem Projekt stehen. Also hier Rechtsklick Eigenschaften und hier Layer auf Projekt. Bitte überprüft das, bevor ihr hier irgendetwas ändert, sonst wird mich der Bürostandard geändert. Doppel-Rechtsklick. Wir schauen mal unsere Layer an. Könnt ihr es hier aufgelistet sehen und erstellen mal einen neuen Layer, denn dann wird auch eine Datei erzeugt im Explorer. Ich nenne das jetzt Subgrade YouTube Kanal abonnieren Glocke aktivieren, viren, liken. Was ist das für eine Botschaft, das weiß ich nicht. Wir machen das Ganze anwenden. Und wenn wir jetzt irgendetwas umbenennen wollen, dann müssen wir jetzt Rechtsklick machen, umbenennen und so weiter und so fort. Das wollen wir aber jetzt mit allen Layern machen. Und wenn wir hier reinschauen, das ist ganz schön was los. Wie kriegen wir das also hin? Ich gehe in mein Allmenü, Service, Windows Explorer, gehe in den Projektordner, suche mir das Projekt, das ich gerade angelegt habe, aus. Dann gehe ich auf Layer Dev. Diese Datei wurde gerade jetzt im Moment erzeugt, indem dass ich einen Layer angelegt habe. Also wenn alle Standards sind, dann wird hier nichts erzeugt, ansonsten wird das hier erzeugt. Das kopieren wir uns einfach mal und fügen es ein, damit wir eine Save-Datei haben. Falls wir irgendwelchen Schwachsinn hier reinschreiben, dann haben wir das jetzt gespeichert zu diesem Standard. Dann schauen wir uns in die Layer Dev rein. Jetzt ganz wichtig, wirklich Kanal abonnieren, Video liken, sonst funktioniert es nicht. Und das Notepad++ runterladen. Einfach Notepad++ in Google eingeben. Ich verlinke es nochmal in der Beschreibung. Und herunterladen. Es sind wenige KB, aber damit kann man Texte sehr gut bearbeiten und Funktionen testen oder ausführen. Ich programmiere so meine Subparts, nur so zur Information. Also mit dem Notepad öffnen. Jetzt haben wir hier diese Datei geöffnet. Und was uns jetzt auffällt, es sind so einzelne Spalten, die mit so einem Add getrennt sind. Aber nicht nur das, wir schauen uns das ein bisschen genauer an. Lass mich dieses Fenster mal anschmiegen, dass es nicht schließt, wenn ich in Altbahn was mache. Wunderbar. Was sagen uns jetzt diese Spalten aus? Die erste heißt G, keine Ahnung, was das bedeutet, aber zumindest erkennt man hier Altbahn allgemein, da ist ein G davor und bei Architektur wird ein G davor sein und Ingenieurbau und so weiter und so fort. Und dann gibt es eine Unterkategorie mit B, Konstruktion, Flächenelemente und so weiter. Die werden mit Bs deklariert. Habt ihr noch benutzerdefinierte Attribute, dann werden die mit U, ich denke mal, das steht für User, deklariert. Hier, User, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, sehr wichtig natürlich. Gell? Und hier mit dem B, YouTube, G, Subgrade, alles klar. Ja, und da sind auch die Anzahl der Zeichen hinterlegt. Also so viele Zeichen habt ihr für den Langtext und so viele für den Kurztext. Ich glaube, es sind 10 Zeichen oder so. Was mich immer ein bisschen stört, ist, dass hier bei allgemein 01 hier diese Zeile irgendwie so lang ist. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß es wirklich nicht. Was ich aber jetzt machen kann, ich kann hier alles verändern. Das heißt, ich kann jetzt hier in allgemein zum Beispiel einen Buchstaben hinzufügen. Sagen wir S für Subgrade. Und lösche hier ein Zeichen wieder raus, speichere das Ganze ab und sage OK. Öffne das Ganze in Altbahn. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich das Projekt neu starten muss. Aber wo haben wir es gemacht? Bei allgemein. Aha, oder nur nicht gefressen, sage ich jetzt mal ganz böse. Projekt nochmal neu öffnen. Machen wir. Doppelklick. Doppelrechtsklick. Schauen wir mal, was er jetzt hat. Ne, hat er noch nicht. Warum ist es ein Layer-Ding? Vielleicht muss ich das Ganze noch schließen und wahrscheinlich hier noch einmal weggehen. Okay, wir machen das Ganze nochmal. Projekt öffnen. Nicht Copy. Verklickt. Nein, 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 das wollen wir doch gar nicht. Also hier öffnen. Layer. So, Doppel-Rechtsklick. Schauen wir mal nach. Hat er noch nicht geschluckt,
Warum denn nicht? Vielleicht liegt es wirklich jetzt an Notebook bearbeiten. Dem hier. Ich denke mir wirklich, dass es das Problem ist, warum es die erste Zeile da irgendwie immer falsch anzeigt. Löschen, 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 löschen. Schauen wir mal, ob es an den liegt. Wenn es dann funktioniert, dann sagen wir Halleluja. Speichern. Ich schließe mir trotzdem. Klicke eben anders drauf. Okay. Wir laden nochmal das Projekt und dann wissen wir, ob es an dem gelegen hat. Doppelrechtsklick. Nee. Doch, hier steht es doch. Hier ist allgemein 02. Es funktioniert jetzt auf jeden Fall. Ich habe immer dahin geschaut anstatt da. Wahrscheinlich ist es schon vorher gegangen. Wenn es auffallen ist, schreibt es in die Kommentare. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall, es funktioniert. Wir öffnen wieder die Layer Dev Pfade hier mit dem Notepad. Wir minimieren hier und jetzt gehen wir, jetzt startet die Reise. Wir wollen jetzt überall ein S hervorsetzen. Das heißt, ich starte hier bei. Jetzt haben wir wieder die Zeile von uns. Wurscht, dann lassen wir das jetzt. Wir starten hier, gehen auf Position 1, drücken wir ja. Und wenn wir nochmal Position 1, seht ihr, wie das hin und her springt. Das heißt, hier ist eigentlich gar kein Zeichen, das gibt es gar nicht. Starten wir hier, machen wir zweimal rechts. Ja, das machen wir so. Also wir starten hier, dass wir hier links sind und erzeugen uns eine Makroaufzeichnung. Gehen mit dem Cursor rechts zweimal drücken. 1, 2. Schreiben hier ein S. Dann gehen wir so viele Zeichen dahinter und Backspace. Dann drücken wir, wollen wir hier das erste Zeichen einfach ersetzen? Keine Ahnung. Im Kurztext traue ich mich jetzt noch nicht. Ich gehe auf Position 1, wieder Position 1 und 1 nach unten und beende diese Aufnahme. Jetzt lasse ich mal das Makro bis zum Ende durchlaufen und führe das Ganze aus. Jetzt müssen wir uns bloß merken, jetzt haben wir das wunderbar gemacht, aber jetzt haben wir natürlich auch diese Gs und Bs da mitgenommen. Das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollen jetzt, also hier oben geht es noch, aber hier ist ja BS Flächenelemente, das will ich nicht. Wie machen wir das Ganze jetzt? Jetzt schauen wir, ob das funktioniert mit Ersetzen. Machen wir mal hier. Wichtige reguläre Ausdrücke aktivieren, sonst funktioniert es nicht. Wir machen hier B, Add, S. Ersetzen für B, Add. Sollen wir Leerzeichen machen? Nee. Alle ersetzen. 53 vorkommen. Jetzt alle markieren. Jetzt haben wir nur 5 Treffer. Scheibenkleister. Wir machen nochmal rückgängig. Alle markieren. Wir schauen es uns nochmal an. Es könnte mich ein paar dabei sein, wo es irgendwie. Aha, hier ist BSS. Was soll denn das? Warum hat er denn das so markiert? Keine Ahnung. Soll aber nur BS markieren. Aha, okay, schaut eigentlich gut aus. Jetzt können wir sagen, die Lesezeichen ersetzen. Alle ersetzen und dann nur mit Lesezeichen. Kann man da irgendwas machen? Suchen Lesezeichen. Nächste Lesezeichen. Ah, super. Okay, dann machen wir es anders. Wir gehen hier hoch. Position 1. Wir machen wieder unsere Aufnahme. Starten. 1, 2 Cursor-Tasten nach rechts. Entfernen. Wir gehen Position Ende. Einmal nach links. Leerzeichen rein. Position 1. Jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, Steuerung F2. Ja, Steuerung F2. Dann entfernen wir das Lesezeichen. F2 und springen zum nächsten Lesezeichen. Beenden die Aufnahme und lassen das durchlaufen. Jawohl. Und jetzt müssten wir alles richtig haben. Jetzt schauen wir noch die Gs an. Haben wir beim G auch. Wir nehmen die Hervorhebungen. Alle aufheben. Wir suchen nach Gustav at S. Alle markieren. Aha, da haben wir ein paar. Okay. 10 Stück zumindest. Suchen wir uns das erste. Also ist es hier. Und machen hier wieder eine Makroaufzeichnung. Aufzeichnung beginnen. 1, 2 nach rechts. Das S löschen. Ende. 1 nach links. Leerzeichen.
Position 1, Steuerung F2, F2, Makro beenden, ausführen bis zum Ende. Und ich hoffe, dass wir glücklich sind. Hier haben wir Junge I gelöscht. Das haben wir hier hinzu. Und entfernen das, oder? Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Gut. Schaut eigentlich von der Struktur her. Moment, was war da? Ich glaube, das schaut gut aus, oder? Das speichern wir jetzt ab. Und jetzt gehen wir zurück in Allplan und schauen, was passiert. Also ich schließe das Ganze. Ich klicke irgendwo anders hin. Ich öffne nochmal das Projekt. Doppelrechtsklick. Überall das ist dabei. Wie cool, oder? Jetzt haben wir überall den Langtext geändert und dasselbe Spielchen könnten wir jetzt beim Kurztext machen. Da müssen wir ein bisschen mehr tippen mit den Cursor-Tasten, aber vom Prinzip her dasselbe. Bitte liked dieses Video, das hat mir sehr viel Aufwand gekostet. Ich glaube, ich habe 10 Takes oder so gebraucht. Ich habe sehr viel verhunzt. Also bitte liken, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Servus, ciao, ciao, euer Peter.